Und Ethel, herrscht bei dir schon Weihnachtsstimmung? Ja! Echt? Der Schneeball steht schon seit einigen Monaten bereit. Seit einigen Monaten? Ich bekomme Geschenke von dir. Du bekommst doch Geschenke von also, mir. Also, es sind ja drei Autos kaputt gegangen. Nee, du kriegst nicht drei Autos. Und es Naja, okay, auf das jeden Fall. Ich auch gern. Wir sind hier wieder in unserer Nachbarschaft und beim letzten Mal wurden wir einfach immer um 3 Uhr nachts wachgeklingelt. Stimmt, und wir haben keinen gesehen. Niemanden. Ich hatte sogar einen Bildschirm. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt... Denkst du, das ist nah genug und ich könnte gucken, ob da jemand ist? Vielleicht könntest du das machen. Ich sehe keinen. Ich sehe... Da sind Kürbisse bei uns. Hast du da was hingestellt? Ich habe da gar nichts hingestellt. Warte mal. Auf jeden Fall wurden wir immer um 3 Uhr nachts geweckt, dann um 4 Uhr nachts und irgendjemand will uns hier wirklich, wirklich streuen. So eine komische Puppe hinge... Da ist sie! Das ist die Puppe! Wir haben die doch eingebaut. Du hast sie eingestimmt. Du hast sie in Iron Bars eingebaut. Ja. Nimm sie mit, ich will sie nicht. Ja, ich will sie auch eigentlich. Ja, aber wir müssen die wieder einbauen. Dann sehen wir, ob die geklingelt hat. Hast du die hier hin platziert? Ich habe da nichts gemacht. Ich habe da wirklich... Ich verspreche dir. Ich habe da nichts... Nein. Ich war wach, du hast geschlafen. Ich habe da niemanden gesehen. Es war super seltsam. Oh, was ist denn da los? Wir werden halt herausfinden, wer das ist. Irgendjemand steckt auf jeden Fall dahinter. Es haben ganz viele in die Kommentare geschrieben. Eventuell ist jemand unsichtbar. Kann schon sein. Dann würden wir denjenigen ja nicht sehen. Wollen. Ja, naja, wir müssen auf jeden Fall mal gucken. Und hier, hier sind Fortschritte. Hier kommt ja unsere Schule / Kindergarten hin. Ja. Und da hinten sind die Baumenschen von dir. Hey, guten Morgen. Konntet ihr nun gut schlafen? Besser, es wird nicht mehr geklingelt, aber wir sind auch aus unserem Haus raus. Also, gibt's einen Grund, warum wir gut geschlafen haben? Oh je, vielleicht will euch jemand trollen oder so. Naja, meine Arbeiter sind da und ich mache gerade eine grobe Skizze. Oh, cool. Ja, ich bin gespannt, wie es am Ende aussehen wird. Sagt mal, ich habe an einem Hof im hinteren Bereich gedacht. Wäre das in Ordnung? Oh, ja, das ist eine gute Idee. Mit dem Spielplatz und vielleicht so ein bisschen grün oder allem. Ich glaube, das wäre cute. Ja, kannst du auf jeden Fall machen. Du kannst auf jeden Fall alles ein bisschen vorrücken. Okay, super. Wir sollten dann bald richtig anfangen können. Perfekt. Und dann schauen wir mal, was das hier soll. Warum hast du Kürbisse? Also, hier ist offen. Oh, tatsächlich. Jemand hat sie rausgeholt und bei uns hingestellt. Aber wer? Ich weiß es nicht. Und oh, hier was hat jemand... Da los? Das ist doch Halloween-Deko, Epic. Das ist bestimmt ein Halloween-Streich, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Komm, wir machen die mal woanders hin. Wir können die doch bei uns im Keller machen, oder? Oh, ja, das ist eine viel Weil bessere da können Idee. Wir die vielleicht gut einbauen und der oder diejenige, die uns dann hier wirklich trollen möchte, müsste zu uns unten rein. Und ich glaube, dass das nicht der Fall sein wird. Das würden wir ja zu 1 Million% merken, wenn hier irgendjemand bei uns rumläuft. Okay, wie können wir die gut verstecken, die Puppe? Da hinten? Ich hab sie da hinten dran her jetzt versteckt. Warte, wir machen noch Iron Bus drumherum. Weißt du ja, so? Ja, das ist eine gute Idee. Und dann und sehen wir ja auch wieder Seite, was. Die kann man ja nicht öffnen. Da geht's ja nicht weiter, glaube ich. Nö, da ist dann Stein. Das ist eine Steinwand. Ja. Tatsächlich, hier geht's ja wirklich nicht weiter. Okay, hier wird zugemacht, hier wird zugemacht. Ja. Und Iron Bus kommt hier drumherum. Ja, ich baue den Rest ab hier. Ist dann sicher eingesperrt? Keine Ahnung. Also, erstens wird derjenige, der ja die Puppe bei uns hingestellt hat, also zu deinem Haus, nicht wissen, dass die jetzt bei uns im Keller steht. Stimmt. Hier war das ja schon sehr offensichtlich, dass wir sie eingebaut haben. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Wir sollten unbedingt gucken, ob heute Nacht jemand klingelt. Wie gesagt, bei dir kam ja auch mal kurzer Gedanke, ist die Puppe der Klingler? Aber, ja, das glaube ich jetzt nicht. Also, dass wir jetzt irgendwie so ein Hokuspokus hier haben, wäre schon sehr seltsam. Okay, wir gucken mal. Wir bauen die mal gut ein und dann wird es bestimmt auch bald wieder dunkel. Ja. So, alles abgebaut und hier wird die Puppe ist ja noch da, ne? Wir gucken nochmal ganz die kurz. Ja, die steht auch da. Perfekt. Gut, die sieht ein bisschen aus wie Homer Simpsons, finde ich. Also so wie so ein, Naja, okay, wegen dem Gelben. Hier machen wir das schön zu. Das baue ich nochmal ganz kurz ab und dann kann uns wirklich keiner was. Die ist unten im Keller. Ja. Also wirklich. Na gut, wir warten ab, bis es dunkel ist. Ich bin so gespannt. Und ich habe natürlich auch den Kameramonitor und kann immer gucken, ob jemand hier dann bei uns klingelt. Und es ist Nacht geworden. Wir haben jetzt mittlerweile 1 Uhr nachts. Das ist die große Frage. Gehen wir schlafen
Oder bleiben wir wach und gucken, ob es klingelt? Wir sollten eigentlich schon wach bleiben insgesamt. Ich würde auch sagen. Und sobald dann jemand irgendwie unten klingelt, können wir ja direkt runter. Jetzt sag mal, wenn da einer wirklich einen Unsichtbarkeitstrank hat, dann können wir das ja nicht ändern. Oder wir können ihn ja jetzt nicht mit Milch übergießen, oder? Nee, das stimmt. Aber wir würden auf jeden Fall hören, wie unsere Tür aufgeht, beziehungsweise auch die Luke nach unten. Und unten die Türen sind auch relativ laut. Ach, du meinst, dass jemand dann direkt runtergeht? Ich meine auch nur beim Klingeln, theoretisch. Ah, ja. Da haben wir, glaube ich, keine Chance. Nee, eigentlich nicht. Okay, mal gucken, ob auf Punkt 3 Uhr hier wieder jemand klingelt. Wir haben noch eine ganze Stunde. Bis jetzt höre ich und sehe ich niemanden. Ich gucke mal ganz kurz mit der Kamera, aber nö, keiner da. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und es klingelt! Runter! Ist hier jemand unsichtbar? Hier ist keiner. Schlag mal rum. Vielleicht ist hier wirklich jemand. Er hat sich hier jemand im Garten versteckt? Nee, hier ist auch keiner. Er müsste doch hier in der Nähe sein. Auch unsichtbar. So schnell kann er gar nicht weggehen. Ich habe immer Angst, dass er sich irgendwie unter dem Auto versteckt. Och Mann, das kann doch nicht sein. Gucken wir nochmal hier unten. Hier ist auch keiner, ne? Nö, alles gut. Okay. Ist Google noch da? Ja, ich denke schon. Da ist nichts abgebaut. Und wir waren die ganze Zeit daheim. Okay, wir haben jetzt gleich 4 Uhr nachts, da hat es auch meistens nochmal geklingelt. Was ist das denn? Das ist so gruselig. Okay, ich gucke jetzt, warte, ich sehe auch die Uhrzeit da oben rechts. Ja. Ich gucke jetzt drauf. Und? Warte, 5, 4, 3, 2, 1. Ich bin rausgekickt worden, es klingelt! Okay. Schlagen! Keiner da! Warum ist keiner da? Das gibt's doch nicht! Es wird sogar hell epic! Oh, was ist da los? Ganz kurz, weißt du, was auch viele gesagt haben? Wir sollen zur Polizei! Oh, das ist eine gute Idee! Lass einfach zur Polizei gehen, vielleicht kann die sich das anschauen und vielleicht bekommen wir so Wachschutz oder sowas! Das ist eine gute Idee, die kann auf uns aufpassen, vielleicht erwischt die Person, die die ganze Zeit klingelt! Ja! Und guten... Nee, morgen Nacht. Guten Morgen. Hey, ganz kurz, wir haben eine Frage. Gute Nacht? Sagt man das so? Wie können wir helfen? Wir haben ein Problem. Bei uns wird seit 3 Tagen nachts geklingelt. Ab 3, 4 Uhr in stündlichen Takten. Wir können nicht schlafen. Wir bekommen gruselige Geschenke. Wir haben das Gefühl, bei uns geht da jemand rumlaufen oder will uns irgendwie... erschrecken. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen da irgendwas machen auf jeden Fall. Es klingelt nachts bei euch. Wahrscheinlich irgendwelche Kinder, nehme ich an. Ist doch bald der 31. Oktober. Ja, wegen Halloween. Aber es ist ja noch nicht Halloween. Warum sollte man 2 Wochen vorher irgendjemanden so stark trollen wollen? Das macht gar keinen Sinn. Vor allen Dingen, es wird geklingelt und wir sehen keinen. Keine Kinder. Das ist schon irgendwie eher so, als würde das jemand professioneller machen, als jetzt irgendwelche Kinder. Also wir haben ansonsten keine Vorfälle vermerkt. Sollte es nochmal passieren, dann komm vorbei und wir schauen uns das an. Ja, okay, dann machen wir es so. Ach, Epic, ich weiß nicht, wo bist du? Warum gehst du in die Zelle? Okay. Gotcha. Na gut, dann geht's halt wieder zurück. Und sobald es nochmal passiert, können wir wieder herkommen. Ja, genau. Aber denkst du, jemand würde heute Nacht jetzt nochmal klingeln? Oder es hat sich jetzt ausgeklingelt? Nicht insgesamt. Die Puppe wurde rausgestellt. Steht die hier auf unserem Haus? Oder ist es eine zweite? Was ist das denn? Okay, wir gucken unten nach. Gruselig. War jetzt jemand gerade unten in der Zeit oder wie? Ich weiß es nicht. Ich nehme niemanden mit. Ja. Da ist nichts passiert. Oder jemand hat die... Warte. Hey, ist sie weg? Die muss ja doch da sein. Nein, wie ist das? Ist sie hier? Ist sie? Wie kommt die denn von hier drin vor unser Haus? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie jemand... Aber da müsste... Hä? Ich verstehe es nicht. Das ist sehr, sehr, sehr seltsam. Okay, warte mal. Lass die Puppe zur Polizei bringen. Als Beweis. Oh ja, auch eine gute Idee. Oh ja, ja. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Wir können die einsperren lassen und dann wissen wir ja, wenn halt, also ich meine, aus der Zelle befreit von der Polizei. Also, ne, das ist ja schon sehr unwahrscheinlich. Das geht nicht. Aber Herr Polizist, wir haben ein Anliegen. Entschuldigung. Wir wollen was fragen. Das ging schnell. Hat es wieder geklingelt? Nein. Also, wir haben ja gesagt, wir haben irgendwelche, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, aber wir haben Geschenke auch bekommen. Unter anderem eine Puppe. Wir wollten fragen, könnt ihr die bitte behalten oder einsperren oder sonstiges? Ihr wollt eine Puppe einsperren.
Bei uns? Ja. Ja? Ja, okay, sehr gut. Die kann ja hier verweilen und die ist gruselig. Wir wollen die wirklich nicht in der Nähe haben. Wenn ihr euch dann besser fühlt, kein Problem, legt sie in eine Zelle. Okay, sie ist jetzt hier drinnen, ne? Ja, eingetütet. Okay, besser so. Dann kann die uns ja jetzt wirklich nichts mehr anhaben. Hoffen wir es mal. Außer jemand holt noch eine zweite. Das kann natürlich sein. Gruselig. Und es wird hell. Also Epic, ich würde sagen, heute wird wahrscheinlich keiner mehr klingeln. Aber wer weiß, was morgen alles passiert in der Nacht. Ich habe keine Ahnung. Guten Morgen, Katja. Die Nacht war kurz. Oh Mann, wir schlafen die letzten drei Nächte gar nicht eigentlich, ne? Okay, also, auf der Agenda heute, ich sehe überall Kürbisse, Moment mal, da hinten auch irgendwo. Stimmt. Überall ist Kürbisdeko. Ach, hier auch, oh, warte mal, denkst du, dass eventuell dann die Kürbisdeko auch von der Stadt kam oder so vielleicht? Das kann sein, aber das müsste ich als Bürgermeister eigentlich wissen. Ja, eigentlich ja schon. Aber ich war auch lange nicht mehr im Rathaus. Hier ist keine, aber da schon. Ja gut, da wohnt aber auch keiner, ne? Vielleicht wurde nur beschmückt bei denen, die halt irgendwie hier wohnen. Die haben sogar einen Baumstand hier sogar. Ja, voll wie cool. Schön. Beim Krankenhaus auch? Ja, nee, hier nicht. Da auch nicht. Kein Platz. Vielleicht wird hier. Erst am nächsten Tag schon geschmückt. Ja, das sieht cool aus, muss ich sagen. Mit Süßigkeiten sogar schon. Ja, voll cute. Oh, denkst du, an Weihnachten sieht sie dann auch schön aus? Bestimmt, oh, oder? Oh, es könnte sein. Ja. Vielleicht schneit es. Oh. Naja, also anscheinend sind hier auf jeden Fall viele Halloween-verrückt. Okay, was wir heute auf jeden Fall machen, ist zu gucken, ob die Puppe da ist. Ja, ob jemand die vielleicht irgendwie mal weggebracht hat. Und ansonsten warten wir auf jeden Fall mal wieder auf die Nacht, gucken, ob es klingelt. Und eventuell sollten wir ansonsten anfangen. Ja, die Puppe ist noch da. Oh, sehr gut. Zur Not sollten wir einfach anfangen, tagsüber zu schlafen und nachts einfach das Klingeln komplett zu ignorieren. Vielleicht müssen wir es auch ignorieren. Ja. Aber irgendwie kann ich das nicht. Einer will uns hier sowas von drollen. Das stimmt. Das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Okay, hier wird immer noch eine Skizze gemacht. Bald kommt hier die Schule hin. Und ich bin gespannt, wie es dann hier zu Halloween sein wird, wenn hier schon so viel gemacht wird. Na gut, wir haben jetzt mittlerweile, sagen wir mal, 10:30. Dann können wir jetzt was essen und warten mal wieder, bis es Nacht wird. Ja. Again. Ich gucke auch nochmal mit meinem Fernrohr, aber ich sehe hier leider sehr, 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 sehr wenig. Okay, wir haben es wieder Nacht, um genau zu sein, 1:40 Uhr. Also bis zum ersten Klingeln dauert es noch ein bisschen. Ich sehe keinen. Nö. Um 3 Uhr wird immer als erstes geklingelt. Ja, genau um 3. Ich weiß nicht. Wir haben jetzt gleich wieder 3, noch eine Stunde. Ja, wir gucken mal. Und es beginnt gleich wieder. 5, 4, 3, 2, 1. Und ich gucke, es klingelt. Ich gucke mit der... guck, schnell. Epic. Ja. Was ist das? Das ist die Puppe. Warum ist sie da drin? Die in deine Tasche. Ich weiß es nicht. Was hast du denn damit zu tun? Die ist in meiner Tasche gewesen. Moment, warum? Ist sie jetzt noch bei der Polizei? Ich weiß es nicht. Lass mal schauen. Ja. Oh, um Gottes Willen. Katja? Ich habe da nichts gemacht. Ich habe die eingetütet wieder? Nein, ich will dich nicht trollen. Da würde ich sie doch dir zuschmeißen als mir. Ich will die gar nicht haben. Denkst du, die ist weg? Wenn die weg ist, dann haben wir ein Problem. Oh, oh. Oh nein, da ist nichts offen oder so. Die ist hier weg. Oh. Die Zelle ist zu, Epic. Die Polizisten... Die Polizei hat aufgepasst. Natürlich. Was ist da los? Denkst du, die ist doch irgendwie vielleicht verflucht oder so? Ich halte Abstand von dir und von der Puppe. Nee, ich will sie nicht haben. Nimm du sie. Ich will sie auch nicht haben. Was machen wir denn jetzt mit der? Ich weiß es nicht. Wir können die... Wir verschenken sie. Verschenken? Doch. Soll ich sie einfach in irgendeinen Briefkasten tun? Ja. Also ich mach sie jetzt einfach mal hier rein. Leg die da mal rein. Glückwunsch, Schamierdorsch. Viel Spaß mit denen. ist das jetzt so korrekt von uns? Nein, definitiv nicht. Das ist vielleicht doch die Puppe, die hier irgendwas macht und klingelt oder sonstiges. Das ist super, super doll gruselig. Warte mal, ich schau mal in unseren Briefkasten. Sie ist wieder da. Warum guckst du in unseren Briefkasten? Ich Warum ist sie hier? Nee. Ach komm, wir gehen einfach wieder zu dir. Das kann doch nicht sein, dass sie hier ist, unser Haus. Ist sie einfach hier im Briefkasten? Warum ist sie im Briefkasten? Ich weiß es auch nicht. Hast du sie da hingelegt? Ich habe sie nicht da hingelegt. Ach nee. Du hast sie bei unseren Nachbarn in den Briefkasten hab gelegt. Habe ich nicht. Doch, hast du. Ach so, habe ich reingelegt. Ja, stimmt. Ich dachte, du meinst, ob ich sie da hingelegt, ob ich sie mitgebracht habe. Schnell, aber weg Schnell. Hier. Oh, das ist so gruselig. Lieber bei dir rein. Ich schlafe jetzt.
Nein! Oh. Nein! Wie kommt ihr zu mir? Nein, nein. Okay, wir sind obdachlos. Wir haben anscheinend kein Zuhause. Alles ist hier irgendwie gruselig. Ich wohne jetzt hier. Ich wohne jetzt auch hier. Schön ist es. Vielleicht ist die Puppe ja doch irgendwie magisch oder so, was ich nur alles zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Vielleicht... Das ist sehr seltsam. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr einen Tipp. Vielleicht sollten wir irgendwie, keine Ahnung, eine Hexe suchen. Was weiß ich. Vielleicht haben wir irgendwie eine... Vielleicht müssen wir die Puppe zerstören. Ja, es gibt so viele, aber vielleicht kommt sie dann nur böse zurück. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.